In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du die 639 Hz Solfeggio-Frequenz am effektivsten nutzt. Okay, wie schon erwähnt, in diesem Video geht es darum, dass ich dir einfach zeige, wie du diese Frequenz am effektivsten für dich nutzt. Und dazu habe ich mir hier einen kleinen Schummelzettel auf mein Handy geholt. Haha. Und den werde ich mit dir kurz durchgehen. Also, wann nutzt du die Frequenz am besten? Am besten ist es, du kannst sie grundsätzlich jederzeit hören. Entweder so eine Stunde vor dem Schlafen gehen oder eine Stunde, beziehungsweise die erste Stunde direkt nach dem Aufstehen. Falls du jemand bist, der sagt, ich möchte eher mystische Erfahrungen damit machen, dann kannst du auch eine Schlafunterbrechung dazu nutzen. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht. Ja, gut. Ganz kurz zu den drei Phasen, die du beinhalten sollst, also nutzen sollst, wenn du diese Frequenz hörst. Die erste Phase ist, dass du diese Frequenz regelmäßig hörst, also ich empfehle so ungefähr einmal am Tag. Du kannst sie auch maximal zweimal nutzen und das circa 7 Tage lang hintereinander, ja? Weil dann stellt sich dein Gehirn passiv auf diese Frequenz ein und dann wirst du diese Harmonie einfach leichter erreichen können. Du musst dir das Ganze wirklich so vorstellen, wie so ein, dass das Gehirn ein Muskel ist und dass jede Frequenz ein Zustand ist. Und wenn du diese Frequenz öfter hörst, dann trainierst du einfach diesen Zustand und dann kannst du einfach leichter mit deinem normalen Tagesbewusstsein in diesen Zustand hinein, wo diese Wirkung dieser Frequenz aktiviert wird. Dann die zweite Phase ist, wenn du diese 7 Tage durch hast, dann kannst du diese Frequenz, also empfehle ich dir so 1 bis 3 Mal die Woche zu hören, je nach Belieben, wann es dir am besten passt. Und die dritte Phase ist dann, dass du dann so nach circa 1 bis 2 Monaten, also du kannst natürlich dann Pause machen, es geht nur um das Training, dass du in der ersten Phase öfter hörst, regelmäßiger, dann nicht mehr so oft und dann später einfach nur noch entweder nach Bedarf oder einfach nur noch ein bisschen dein Gehirn damit auffrischt, damit du einfach wieder leichter in diesen Zustand hineinkommst. Und dann 1 bis 2 Mal am Tag für circa 3 bis 7 Tage und dann fährst du wieder zur Phase 2 zurück. Das heißt, nach 2-3 Monaten wiederholst du einfach das Ganze nochmal und dann frischst du das Ganze einfach wieder auf. Und du wirst merken, dann bei der zweiten Welle, könnte man sagen, wirst du merken, dass es dann noch viel intensiver wirkt, wenn du dann auch Pausen dazwischen gemacht hast, auch Zeit verstreichen hast lassen und dann frischst du nochmal auf mit einer intensiveren Nutzung. Ja. Und ich empfehle dir, falls du das Gate-Programm von mir kennst, dass du die Codewörter, vor allem von der Frequenz, von Gate 1, Gate 5, 6, 11 und 12, also Soul Healing und so weiter, nutzt, weil diese verstärken natürlich dann den Zustand, wenn du in dieser Trance bist, vor allem in der mittleren Phase, und dann wendest du mehrmals diese Codewörter an, wie zum Beispiel Avatar, Solo Healing, Mind Healing, Body Healing und so weiter, dann wird das Ganze noch viel intensiver wirken, weil dein Gehirn weiß ja, was er mit diesen Codewörtern aktivieren soll, und wenn du in dieser tiefen Trance bist, dann wird das natürlich noch viel besser verstärkt, und auch die Induktion kannst du natürlich noch viel besser machen, indem du das Zählen von 10 bis 0 machst, diese Treppe oder den Zustand Deep und so weiter ausgeht. 5 und 6. Gut, that's it. Ich wünsche dir viel Spaß und bei der Frequenz, und du wirst merken, wenn du sie regelmäßig hörst, vor allem in den ersten paar Tagen, wie sich die Kommunikation und die Beziehungen allgemein in deinem Leben mit anderen Mitmenschen drastisch verändern werden. Also lass dich da einfach überraschen, was dann passiert.